Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es um tote Zeiten. Ich bin gerade auf dem Weg zu den Amazon Seller Days in Leipzig und habe hier gerade eine halbe Stunde am Bahnhof in Hannover. Und diese halbe Stunde wollte ich nutzen, um einfach mal ein kurzes Video darüber zu drehen, wie ich tote Zeiten nutze, so dass du vielleicht was davon mitnehmen kannst. Und das, was ich am liebsten mache, ist eigentlich Hörbuch hören. Also habe ich gerade schon auf dem Weg hierhin Hörbuch gehört, weil so Reisezeiten, das sind so Zeiten, wo man sich halt mal ein bisschen entspannt hinsetzen kann, Kopfhörer ins Ohr steckt und dann Hörbuch hören kann oder halt auch lesen, wenn einem Lesen besser gefällt. Nur wenn ich halt lese und es so Bewegung im Spiel ist, dann wird mir manchmal ein bisschen übel. Vielleicht kennt der eine oder andere das oder vielleicht kennst du das. Und ja, deswegen höre ich immer gerne Hörbuch. Das habe ich gerade auch gemacht und ansonsten jetzt im IC, in den ich gleich gehe, habe ich auch einen Tisch. Ich habe mir eine Sitzplatzreservierung gemacht extra, wo ich darauf geachtet habe, dass ich einen Tisch bekomme. Und ich habe meinen Laptop mit, sodass ich gleich auch ein bisschen arbeiten werde. Das sind aber auch Sachen, die man halt dann leise machen kann. Anders als so ein Video aufzunehmen, wo man halt sprechen muss. Deswegen bin ich auch gerade ein bisschen weiter weggegangen, du siehst es hier. Und damit ich keinen störe, ist natürlich auch ein bisschen ein weirdes Gefühl, wenn man jetzt einfach drauf losquatscht und jemand guckt dich so von der Seite an. Aber irgendwann lernt man damit umzugehen. Und dann habe ich mir ein bisschen Arbeit mitgenommen, die ich auch offline vorbereite. Also ich musste das extra vorbereiten, dass ich das halt offline sozusagen auch machen kann. Das heißt, ich habe mir diese Recherche und so alles schon vorher gemacht. Ich weiß nämlich nicht, ob im Zug Internet ist und wie gut das Internet ist. Deswegen wollte ich davon nicht abhängig sein. Und das sind so Sachen, die man machen kann, wenn man motiviert ist und bereit ist, ja die Arbeit zu investieren. Aber es sind natürlich auch Sachen, die erschöpfend sein können und eine Reise kann generell erschöpfend sein. Deswegen kann man so eine Reise auch ganz gut dazu nutzen, sich einfach mal eine Auszeit zu gönnen. Einfach mal den Kopf auszuschalten und einfach nichts zu tun und wirklich diese tote Zeit in Anführungszeichen zu nutzen, um Pause zu machen, um sich auszuruhen, um Energie zu tanken. Weil wenn man immer auf Achse ist, wenn man immer am Arbeiten ist, wenn man immer was zu tun hat, dann kann das auf langfristige Zeit ganz schön am Gemüt nagen. Und deswegen ist es auch so eine Sache, die ich gerne tue, dass man sagt, einfach mal eine Pause machen. Das heißt, das sind so die drei Sachen, die ich ganz gerne mache. Dass ich Hörbuch höre, mir Arbeit mitnehme und die vorbereite und mich ausruhe. Und meistens mache ich das so, dass ich mich beim Ausruhen entweder wirklich komplett mal von der Technik abschließe sozusagen, kein Internet, kein gar nichts, und dann einfach mal ein bisschen die Ruhe genießen. Dabei helfen auf jeden Fall diese Kopfhörer, die so eine Schallunterdrückung haben. Das ist sehr gut, wenn man die hat. Und oder ich gucke halt einen Film oder eine Serie oder sowas oder eine Dokumentation, das mache ich auch ganz gerne. Wo ich einfach so ein bisschen lockere, seichte Unterhaltung habe. Das wäre also die Nummer 4, dass man sagt, okay, man entspannt sich, ruht sich aus, beziehungsweise gehört das ja mehr oder weniger zu Nummer 3, zu diesem Entspannen, also sich ausruhen, sich leichte, seichte Unterhaltung zu gönnen. So bildende Maßnahmen oder einfach mal was zu lesen. Ich meine jetzt gar keinen Roman oder so, sondern eher Fachlektüre oder sich ein Hörbuch anzuhören. Und die dritte Sache ist halt wirklich, sich Arbeit mitzunehmen. Und eine Regel, die ich mir ganz gerne setze, weil ich heute lange unterwegs bin, ist, dass ich mindestens 50%, das ist immer so Pi mal Daumen, 50% der Zeit wirklich aktiv nutze und was daraus mache. Und sozusagen das nicht als komplett verlorene Zeit gilt. Und 50% der Zeit, wo ich mich so ein bisschen entspanne und so ein bisschen auf die Reise konzentriere und dass ich vernünftig und mit einem klaren Kopf ankomme und sozusagen, wenn ich dann beim Zielort bin, gleich weitermachen kann. Ne? Also, wie gestaltet ihr eure Reisen? Haut es mal gerne in die Kommentare, würde mich auch interessieren, ob du den ein oder anderen Tipp für mich hast, wie du das so machst. Und ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen hoch. Abonniere unseren Kanal, da kommt jetzt die nächste Zeit mehr, da wirst du auch mehr vom Seller Day sehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.